und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute schauen wir auf wahrscheinlich aktuell mit die stärkste und auch eine der einfachsten Taktiken überhaupt, eine Spam-Taktik, habe ich bei Sir Moose gesehen, ich verlinke es euch hier drunter, habe es allerdings ein bisschen umgebaut, habe ein bisschen andere Zauber und zwar haben wir 12 Supermagier, 10 Yeti, aber er hat ein bisschen mehr Skelettzauber genommen, ich habe mich nur für 2 Skelettzauber entschieden, 4 Beben, ein Gift, 2 Freeze, ein Sprung, Clanburg ist der Klassiker bei mir drin, weiß ich gar nicht, was er drin hatte. Ich habe noch einen Freeze, einen Wut und natürlich der Kampfholzwerfer, das ist ganz wichtig. Und was richtig wichtig ist bei dieser Taktik, was ganz wichtig ist, die Gladi muss das Einhorn haben. Wir sehen gleich warum und jetzt geht's los. So, direkt mal rein in den ersten Angriff gegen Odin. Ich habe jetzt einmal mal gegen meine Clan-Kollegen es probiert, weil es einfach, ja, es ist am einfachsten. Er ist auch schon eigentlich etwas weiter. Der Odin hat die Katapulte schon gelevelt, Adler-Dev sehe ich auch schon gelevelt. Und was machst du hier? Ich setze den Sprungzauber immer noch mit dabei, damit halt die Truppen zwangsläufig dann da drüber springen, beziehungsweise halt auf keinen Fall zu viele Truppen außen rumlaufen. Jetzt sind außen ein paar hergelaufen, das ist eigentlich nicht so geil, aber naja, die meisten sind ja trotzdem in die Mitte reingelaufen. Das absolut Wichtigste, die Gladi, guck mal da, die Gladi außen. Also du hast die Kombination aus Erdbeben und aus Sprung. Erdbeben natürlich klar, du willst das Rathaus ein bisschen ankratzen, musst du natürlich schnell sein, falls derjenige eine Kampfbauhütte in der Mitte hat. Ansonsten natürlich noch das Ziel, du möchtest, dass der Kampfholzwerfer noch relativ weit durchkommt. Ist mir jetzt sogar gar nicht so gelungen hier und das ist das Geile. Der Angriff war echt nicht perfekt und trotzdem habe ich die Base hier zerlegt und das Einhorn zusammen mit der Gladi etwas abseits von der Action setzen, super wichtig. Die Skelettzauber habe ich jetzt noch ein bisschen gesetzt, an das Katapult, nutze natürlich normalerweise, um halt Single Infernos abzulenken, damit die Single Infernos nicht auf deine Helden oder halt auf den Kampfholzwerfer oder so draufgehen, das willst du natürlich nicht. Hat aber insgesamt ganz gut funktioniert. Man muss natürlich noch sagen, er hat jetzt die Kampfbauhütte da noch hinten, also noch außen stehen. Die sehen wir ja oben rechts. Aber die Gladi zusammen mit dem Einhorn, das ist echt eine gute Kombination. Hat sich jetzt echt bewährt bei dieser Taktik. Und ja, das war schon mal der erste Angriff. Ich zeige euch natürlich noch mehr Angriffe, aber kurzer Cut und bis gleich. So, wir machen mal direkt weiter gegen Exploit. Auch eine wirklich sehr solide Rathaus 14 Base und ja gut, wir machen das jetzt erstmal, wir sprengen das jetzt erstmal auf. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Wir können von oben vorgehen, wir können von unten vorgehen. Da sind wir eigentlich ganz flexibel. So, was habe ich gemacht? Hab den Sprung da drauf gesetzt. Yeti an den Start. Direkt dahinter natürlich die Supermagier, die natürlich mit ihrem Blitzer schon ordentlich Schaden machen. So, Sprung jetzt ein bisschen weiter links und den Kampfholzwerfer jetzt etwas weiter rechts. Jetzt ist natürlich jetzt auch wieder nicht ideal gelaufen. Oder beziehungsweise ist nicht ideal gewesen, weil jetzt auch wieder einige Truppen außen rumlaufen, aber es funktioniert trotzdem. Er hat in der Mitte relativ viel auf einem Haufen, also Adler, der von die Katapulte, das war schon mal ganz gut. Clanburg natürlich, ne, Gift, 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 Gift und der die Skelettzauber natürlich für die Infernos. Wobei ich jetzt hier den Gift noch gar nicht gesetzt habe, jetzt habe ich den Gift gesetzt. So, und die Gladi wieder. Natürlich die Gladi von diesen, sagen wir mal, von den ganz guten Verteidigungen fernhalten natürlich. Du willst nicht, dass die Gladi direkt ins Katapult oder direkt in den Single Inferno läuft. Das willst du natürlich nicht. Du willst natürlich auch gucken, dass der Kampfholzwerfer möglichst lange überlebt. Das ist echt, also die Taktik ist eigentlich, ich habe sie noch nicht gut ausgeführt und trotzdem hat es ja funktioniert. Also das spricht schon mal dafür, dass sie sehr einfach ist. So, die Gladi noch ein bisschen aufgeräumt. In der Mitte einmal die große Hafenrundfahrt in Form der Tornadofalle. Nein. Ja, außen laufen jetzt noch ein paar Truppen rum. Was haben wir noch übrig? Warden sehe ich noch, König sehe ich noch. Gladi ist jetzt zwar kaputt, aber dann geht ja einfach jetzt, das Einhorn geht ja jetzt einfach weiter, halt jetzt noch den Warden. Von daher, ja. Sehen wir jetzt schon, worauf es jetzt hier hinausläuft. Zack, jetzt zack, 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 zack. Da noch die, der Supermagier. Ja, ja, der hat auch noch ein bisschen für Schaden gesorgt. König lebt noch, die gegnerische Gladi lebt noch, aber wir haben ja noch das Einhorn, was noch ein bisschen unterstützt. Ja, der Angriff war ein bisschen knapper. Aber ich habe es ja gesagt, der war jetzt auch nicht so perfekt ausgeführt. Wir sehen gleich noch einen etwas besseren Angriff. Ja, er war schon okay. War schon okay. Also es ist immer mal besser, mal schlechter bei mir. Immer so, naja, je nachdem.
ist ein bisschen, ja, so ein bisschen schwankend in den Leistungen. Aber es ist in Ordnung. Na klar, wenn er mehr Single Infernos hat, ist es natürlich besser, zumindest jetzt erstmal zwei. Auch wenn dann die Skelette nicht lange überleben, sie lenken den Single Inferno ja dann doch ab, damit er nicht halt auf deine Helden draufschießt und dann 100% gegen Exploit. Ja, das Einhorn, kann ich nur sagen, wirklich super, zusammen mit der Gladi, das macht sich echt bezahlt mit und der Kampfholzwerfer auch. Und jetzt weiter. So, das war eigentlich mein bester Angriff. Gegen Sammy aus meinem Clan, wir sprengen wieder offen. Als zweites natürlich klar, Sprungzauber muss auch irgendwo drauf, kann man dann in die Mitte pflanzen. Die Bauhütte, okay, die repariert sich jetzt gerade selber, ist in Ordnung. Du setzt die Yeti wieder, dahinter natürlich die Supermagier und dann ist schon mal da ordentlich was kaputt. So. Na klar, Skelettzauber an den Single Inferno. Ja, du willst ihn durchkriegen. Du willst, dass er so lange überlebt wie möglich und deswegen. Warte. Er war nämlich doch im Radius von meinem Warden, deswegen habe ich da auf jeden Fall schon mal gezündet, weil nämlich das Katapult auch drauf geschossen hat. Die Kleinbombe vom Gegner ist jetzt gleich kaputt. Die Supermagier rasieren jetzt ordentlich die gegnerischen Yeti kaputt. Lief jetzt auch nicht ganz perfekt, aber es lief ziemlich gut. Das Einzige, was jetzt nicht so ganz so gut funktioniert hat, ist, dass der jetzt gleich kaputt ging, der Kampfholzwerfer, bevor er das Rathaus halt komplett zerlegt hat, aber na gut. Tornadofalle hat er da noch hingestellt, aber es lief eigentlich trotzdem ganz ordentlich. Guckt euch mal die Gladi an außen. Genau das, was du willst. Ich setze sie auch nicht mal immer direkt hinter die anderen Helden, sondern ruhig ein bisschen weiter außen, dass sie sich halt schon mal um so ein paar Gebäude kümmert. Kanonen, Tesla, Bogentürme, Minenwerfer. Das funktioniert einfach super. Ich meine, sie ist jetzt gleich wahrscheinlich kaputt. Aber wobei, das Einhorn ist immer noch da. Das Einhorn hat echt immer noch geheilt. Das Einhorn hat meine Gladi einfach überleben lassen. Das ist doch cool. Es hat meine Gladi einfach überleben lassen und von daher, naja gut, dann auch auf jeden Fall hier in diesem Fall 100% gegen Sammy mit dieser Armee. Probiert sie gerne mal aus, wenn ihr Rathaus 14 seid. Kann ich nur empfehlen, macht auch richtig Spaß und wir gucken weiter. So, gegen Dr. Korx. Ja, wobei, das war eigentlich fast schon mein bester Angriff. Also, wir springen wieder offen. Hallo, ja, der vierte Erdbeben auch noch. So, jetzt gehen wir von 9 bis 6 Uhr vor. Bring, beziehungsweise in diesem Fall 6 bis 9, wo ich die Yeti gesetzt habe. So, Kampfholzwerfer habe ich jetzt so gesetzt, dass er auf jeden Fall sich noch das Katapult schnappt. Sprung in die Mitte, jetzt laufen sie schon mal dahin. Klar, Skelettzauber lenkt ein bisschen ab. Beim Single Inferno ist in Ordnung, er hat auch noch ein Multi-Inferno da rumstehen. Oben sehen wir auch nochmal ein Single Inferno. Gladi wieder etwas außen. Die kann da schon mal ein bisschen mitmachen. Jetzt habe ich schon mal den Warden gezündet, damit auf jeden Fall der Kampfholzwerfer noch weiter durchrödelt. Und ja, da hat er sich sogar noch schön den X-Bogen geschnappt. So, Stratos lebt jetzt zwar noch, hat aber Hälfte der Trefferpunkte. Gut, klar, wenn du da eine Kampfbauhütte hast, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Die Kampfbauhütte würde jetzt natürlich schon anfangen, das Rathaus zu reparieren, aber wir sehen das ja noch. Ich habe noch einen Freeze übrig, ne? Den habe ich ja gerade gesetzt. Den anderen habe ich immer noch übrig. Kann ich immer noch setzen. Zack. Und jetzt kümmern sie sich gleich in aller Ruhe um das Rathaus. Die Königin kann ich noch zünden. König lebt noch. Gladi plus Einhorn leben auch noch. Auch noch gut. Und jetzt, ja, Rathaus ist kaputt. Königin gezündet. Und Cox, ausgerechnet da hat er jetzt die Tornadofalle. Nein. Alle meine Bogies, die Königin gerufen hat, sind da leider gerade alle draufgegangen. So, Gladi lebt immer noch. Die Gladi hat echt so gut überlebt. Guckt euch das mal an. Das Einhorn, es ist vergiftet. Wird es überleben oder nicht? Das Einhorn, es macht schlapp. Es ist gerade mal auf Level 1. Ja, man muss ja auch immer alles in Relation sehen. Ich meine, die Gegner, die wir jetzt hier haben heute, sind nicht Maxed 14er, bei weitem nicht. Ich bin natürlich auch selbst kein Maxed 14er. Guckt euch mal meine Helden an. Guckt euch mal meine... Ja, guckt euch mal meine Haustiere an, ne? Level 1, Level 1, Level 2, Level 2. So, dieser Angriff lief absolut nicht gut. Die Base ist ein bisschen tricky, die Ungi-Base, muss man sagen. 3 Infernos direkt da vorne vor der Fresse. Direkt guckt man sie an. Wir greifen trotzdem von der Seite an. Den Sprung nach da, Kampfholzwerfer läuft gleich ganz gerade durch. Soll natürlich sich um das Rathaus kümmern. Da kommt nämlich dann schon alles raus. Da musst du echt schnell sein. Die Klamauk muss schon raus. Deswegen habe ich mich dann direkt dazu entschieden, da schon mal zu freezen. Zu zünden. Den Warden schon mal zu zünden. Ein Fehler, den ich... Das war gar nicht mal so schlecht. Das kann nämlich außen die Gladi schon so ein bisschen was machen. Ne? Ihr seht das links oben. Kann die Gladi schon mal rödeln. Und jetzt gleich ist
ist das Rathaus nämlich schon fast, es ist schon fast kaputt, es ist gleich ganz kaputt, aber die Base ist auch echt tricky, muss man sagen. Ja, der wäre nicht mehr nötig gewesen. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, den Freezer nochmal draufzusetzen auf das Rathaus und auch auf die Adlerdev, das war nicht mehr nötig, aber okay. Weiter geht's. Keine Müdigkeit hier, keine Müdigkeit. Eine Katapult ist da und das andere Katapult, Max Katapult Grün, lebt noch. Die Gladi oben, sie hat es ganz knapp noch geschafft. Das ist halt das, was du auch möchtest. Ne? Ich kann es ja noch zusammenfassen. Inferno-Türme ablenken mit den Skelettsaugen. Du willst möglichst dem Rathaus Schaden machen mit den Beben und hoffen, ne, wenn der halt keine. Wenn der Kampf für heute da ist, dann muss er halt schnell sein. Dann willst du, dass die Gladi halt möglichst lange überlebt. Du willst sie nicht direkt. Ja, in die Action reinsetzen, sondern eher ein bisschen weiter außen. Du willst, dass der Kampfholzwerfer möglichst weit durchkommt. Und jetzt haben wir halt den Fall hierbei, dass der König noch lebt. Und der König hat auf jeden Fall noch sein Einhorn. Das Einhorn von der Gladi. Deswegen konnte ich das jetzt so machen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Nämlich, dass ich denke, oh, dass der König nämlich die. Ich musste ihn zünden. Ich wusste, dass da der Bombenturm ist, aber ich musste ihn trotzdem zünden. Es war ein bisschen blöd. Aber er läuft ja jetzt noch durch. Das Einhorn, es lebt immer noch. Es kann mein König immer noch ein bisschen heilen. Jetzt ist es gleich leider kaputt. Jetzt ist es kaputt. Trotzdem, es hat funktioniert. Jo, und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, schau immer mal wieder vorbei für neue Clash of Clans und auch Folgen von anderen Spielen. Ich hoffe, bald kommt mal eins der neuen Supercell-Spiele raus. Dann, können wir da auf jeden Fall auch mal was machen oder Boom Beach Frontlines oder Diablo Immortal vielleicht. Bewerbt euch noch für die Dorfbesuche, codembf@gmail.com oder bei Insta. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.